Hey zusammen und willkommen beim Onkel Thora. Hallöchen. Aus aktuellem Anlass gibt es nochmal ein kleines Video von mir. Denn der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, denn es haben immerhin gut 30 Leute, nee, fast 40 Leute zugeguckt. Ich habe das erste Mal seit Mai mal wieder einen Livestream gemacht. Und der Livestream drehte sich um kein Videospiel, sondern um ein Real-Life-Video. Nämlich war ich mit den Jungs und Mädels von P9, von P9 oder P9 oder auch Project 9, war ich essen in der Factory in Bottrop. Und ja, wir haben das Ganze live gestreamt. Zum großen Teil, ich glaube anderthalb oder zwei Stunden, habe ich es gestreamt. Parallel dazu Daniel. Und dann, wie mein Akku langsam aufgegeben hat, musste ich ja euch leider dann rüberschicken zum Daniel, habe ihn dann gehostet und so weiter und so fort. Ja, war auf jeden Fall ein geiler Abend. Entschuldigt, dass ich jetzt nicht so auf den Chat achten konnte, weil ihr habt es im Video wahrscheinlich selber gesehen, also im Livestream, dass die Kamera immer irgendwo anders war. Also ich konnte nicht wirklich unbedingt auf den Chat reagieren. Ja, für alle Interessierten, die sich fragen, wovon quatscht denn jetzt da was live? Kein Problem. Ich machte aus der ganzen Geschichte, habe ich ein Highlight gemacht bei Twitch. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch das Highlight nochmal angucken. Ich werde es dann unten hier in der Videobeschreibung irgendwo verlinken. Wie es bei Daniel aussieht, weiß ich nicht, weil der hat ja wesentlich länger gestreamt als ich. Ob der aus dem Video ein Highlight macht, weiß ich nicht. Falls er das macht und ich kriege das mit, dann werde ich das entsprechend auch unten verlinken. Ne? Und ja, das war's eigentlich. Da läuft übrigens Max Payne. Für den einen oder anderen, den es interessiert. Und ja, das war's eigentlich. Ich wollte euch nur kurz darauf aufmerksam machen, mich bei euch bedanken fürs reichhaltige Einschalten, fürs dabei sein. Und ja, hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, obwohl ihr jetzt quasi so ein bisschen nur am Rand mit dabei sein konntet. Und ja, wünsche euch noch alles Gute, bis zum nächsten Mal und drückt mir die Daumen, dass ich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, um auch einen Stream, einen vernünftigen Gaming-Stream zu machen. Ich meine, genug Spiele gibt es ja im Moment, ne? Destiny 2, was haben wir noch? Star Wars Battlefront, die Kampagne, also 2. Was haben wir noch? Assassin's Creed Origins und so, könnten wir alles noch spielen. Mal gucken, wann ich die Zeit dazu finde. So, Dankeschön fürs Einschalten und wie gesagt, Link zum Twitch-Highlight unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht es gut! Ciao, tschaußen, tschüss.